Hallo und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Anfang des Jahres ist es oft recht still in der Schachwelt. Die Leute ruhen sich aus nach den Blitz- und Schnellschach-Weltmeisterschaften. Und so sind auch wenig Kaderspieler aktuell aktiv. Aber ja, eine Spielerin habe ich gefunden, Jana Schneider. Die spielt gerade beim EM Open in Prag und hat tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, 5 Punkte aus 6 Partien. Also es läuft wirklich gut. Und eine dieser Partien wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. In der Runde 4 hatte sie Weiß gegen den deutschen Spieler Gerhard Lorscheid. Sie spielte E4 und der Gegner startete mit D6. Von hier kann er noch mehrere Ideen haben, entweder die Philidor-Verteidigung, die wir in der Partie sehen werden, oder die Pirk-Verteidigung mit G6. Ja, sie spielte D4. Der Gegner gibt ihr das Zentrum, also nimmt sie es gerne. Springer F6, Springer C3. E5. Gut. Der Schwarzspieler entscheidet sich, er möchte die Philidor-Verteidigung spielen. Hier gibt es einige Optionen für Weiß. In letzter Zeit ist auch D schlägt E5 ein bisschen in Mode, weil sich herausgestellt hat, dass dieses Endspiel hier wohl doch nicht ganz ohne ist. Ja, für lange Zeit galt das als problemlos für Schwarz. Inzwischen ist das nicht mehr so klar. Die Hauptidee ist es im Prinzip, den Springer zurückzubringen und C3 zu spielen. Zuvor muss man natürlich E4 decken. Aber ich möchte hier auf keine großen Theoriefeinheiten eingehen. Das ist nur zur Info. Jana spielte Springer F3, auch ein sehr klassischer Zug. Entscheidet hier nichts im Zentrum, entwickelt die Figuren sehr, sehr typisch. Springer D7 kam und Läufer C4. Ja, der Läufer steht hier gut, hat eine lange Diagonale und guckt schon ein wenig in Richtung des schwarzen Königs. Hier muss Schwarz ein bisschen aufpassen mit der Zugfolge tatsächlich. Der Gegner kannte sich gut aus und spielte Läufer E7. Das ist auch der beste Zug. Wenn er stattdessen C6 machen würde, ist die Stellung tatsächlich schon verloren für Schwarz. Aufgrund ja, zweier taktischer Motive. Nach Springer schlägt E5 öffnet sich die D-Linie. Und hier nach Läufer F7 muss Schwarz König E7 machen, weil ansonsten die Dame hängt. Aber so hat Weiß einfach kostenlos den Bauern auf F7 bekommen und das ist natürlich ein sehr wichtiger Bauer. Und Weiß sollte hier auf Gewinn stehen. Die Alternative ist es nicht mit dem Springer zu nehmen, aber hier durch den Springer auf D7 hat Schwarz große Probleme, den F7 Bauern zu verteidigen. Beziehungsweise es ist hier an dieser Stelle schon unmöglich. Daher gewinnt Weiß auch hier entscheidendes Material. Ja, wie gesagt, Herr Lorscheid kannte sich aus, spielte erst Läufer E7. Jana spielte Rochade, vielleicht hier kurze Info. Es kann sehr verlockend aussehen, hier auf F7 zu nehmen, König F7, Springer G5, mit der Idee, dass zum Beispiel nach König E8, Springer E6 die Dame gefangen ist. Aber Vorsicht, zunächst muss der König nicht nach E8, sondern der kann auch nach G8. Aber auch hier sieht es auf den ersten Blick nicht ganz so klar aus, denn man gabelt jetzt Dame und Turm. Man hat schon zwei Bauern weggenommen. Und gehen wir davon aus, man verliert den Springer, hätte man Turm und zwei Bauern gegen Springer und Läufer. Klingt erstmal nicht so schlecht, aber Schwarz kann hier schnell zum Gegenangriff kommen. Dame G6 zum Beispiel, Springer A8, aber Dame G2, Turm F1 und hier zum Beispiel E schlägt D4. Die Idee ist es nicht unbedingt, diesen Bauern wegzunehmen, sondern vor allem den Springer in die Partie zu kriegen. Und ja, hier wird der weiße König nicht mehr lange überleben. Der Läufer kann nach H3 kommen, eventuell auch nach G4, wenn nötig, der Springer nach F3. Und die Stellung ist leider total verloren. Das kannte Jana. Sie spielte Rochade, ein normaler Entwicklungszug, ein guter Zug. Auch der Gegner spielte Rochade und Turm E1. Ja, eine typische Idee, überdeckt den Bauern auf E4. Es kam C6 und A4. Ja, vielleicht kurz ein bisschen, was sind die allgemeinen Ideen der Philidor-Verteidigung? Warum spielt Schwarz so? Schwarz gibt Weiß einen leichten Raumvorteil durch dieses starke Zentrum auf E4 und D4. Dafür kriegt er aber eine sehr solide Stellung. Und zumindest aus meinen Partien kann ich sagen, dass man oft mit Weiß ein bisschen das Problem hat. Man stellt alles gut hin, man stellt alles in die Mitte und dann fehlt so ein bisschen der Plan. Dann weiß man nicht, wie soll es weitergehen. Und das ist oft der Vorteil in diesen Stellungen von Philidor. Schwarz steht etwas eingeengt, hat daher. Also braucht daher etwas länger, um gute Felder für die Figuren zu finden. Und wenn Weiß schon lange alles gut hingestellt hat, ist Schwarz immer noch dabei, die Figuren zu verbessern. Und es ist oft schwer, einen Plan für Weiß zu finden. Aber natürlich, objektiv gesehen, sollte Weiß in diesen Stellungen etwas besser stehen.
Okay, Schwarz spielt da H6. Die Idee ist, man möchte grundsätzlich den Turm nach E8 und den Läufer nach F8 bringen. Und hier ist es von Vorteil, wenn sowohl Springer G5 als auch Läufer G5 langfristig ausgeschaltet sind. Ja, H3, das verhindert zum Beispiel Springer G4 Ideen, wenn wir den Läufer mal nach E3 stellen, Turm E8 und Läufer A2. Auch Läufer A2 ist ein prophylaktischer Zug. Die Idee ist, dass Schwarz eventuell auf D4 nehmen will und Springer E5 machen. Das würde den Läufer auf C4 angreifen, den auf A2 aber nicht. Ja, Dame C7 wurde gespielt. Hier ist der Hauptzug Läufer E3. Ja, das ist alles noch Theorie. Stattdessen spielte Jana Springer H4. Der Zug wurde auch schon von Grischuk gespielt, deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass das sogar noch ihre Vorbereitung war. Ja, Herr Loschert spielte Springer F8. Läufer E3. Und hier kleine Taktik: Springer G4 nutzt die Stellung des Springers auf H4 aus und ja, greift ihn an. H-Schlag G4 ist im Prinzip erzwungen. Und hier und auch im nächsten Zug haben beide Seiten ja die kritische Idee bzw. die kritische Variante entweder verpasst oder falsch eingeschätzt. Das können sie natürlich am Ende nur beide selbst beantworten. Schwarz sollte wahrscheinlich hier E-Schlag D4 spielen. Warum? Okay, also Schwarz wird auf jeden Fall den Springer auf H4 zurückgewinnen, das steht außer Frage, den kann man jetzt nehmen, den kann man auch nach E-Schlag D4 noch nehmen, weil E-Schlag D4 zwei Figuren angreift. Was ist dann der weiße Plan? Weiß wird vermutlich langfristig sowas wie G3, König G2 machen wollen und dann vielleicht Turm H1 und auf der H-Linie angreifen. Denn dieser Bauer auf H6 bietet ein super Angriffsobjekt, den man entweder mit G5 weghebeln kann oder vielleicht auch einfach raushauen. Warum sollte jetzt Schwarz auf D4 schlagen? Weiß möchte am Flügel angreifen, daher braucht Schwarz am besten Gegenspiel im Zentrum. Dementsprechend wäre es schlau, hier das Zentrum zu öffnen und nach Läufer D4, Läufer H4. Okay, sagen wir, Weiß spielt analog zu dem, was in der Partie kam. G3, Läufer E7, König G2, Läufer E6. Und die Stellung ist nicht ganz klar. Die schwarzen Figuren haben sich ein wenig befreit und der weiße Angriff ist noch nicht so richtig zum Laufen gekommen. Das offene schwarze Zentrum gibt, oder das offene Zentrum gibt Schwarz auch Gegenspiel. Man muss zum Beispiel immer aufpassen, dass der E4 ausreichend gedeckt ist. Okay, das kam aber nicht. In der Partie kam Läufer H4 und hier kam G3. Mit dem, was ich eben erzählt habe, wäre es hier wohl besser, D5 zu machen, das Zentrum zu schließen. Schwarz will natürlich auf keinen Fall nehmen, weil dann eine starke Figur auf D5 landet. Ja, und dann. Ich habe hier zum Beispiel Springer H7 angeschaut, G3, Läufer G5. Und hier würden wir jetzt einen ähnlichen Plan wie in der Partie verfolgen. Die Türme können auf die H-Linie gehen, wir können F3 machen. Langfristig können wir dann F4 vorbereiten. Ja, aber das sehen wir noch in der Partie, wie Jana das gemacht hat. Sie spielte direkt G3. Auch hier hat Schwarz wieder die Option, auf D4 zwischenzunehmen. Deswegen wäre es besser gewesen, erst D5 zu machen. Nach Läufer F6 hat sie es aber gemacht. Jetzt D5 und von hier aus hat Jana die Partie wirklich super behandelt. Ja, sie schließt das Zentrum und das Ziel ist der Angriff am Königsflügel. Okay, der Gegner hat sich für C5 entschieden und Läufer C4. Der Läufer hat auf A2 natürlich nicht so viel zu tun, wenn der Bauer auf D5 steht. Daher stellt sie den Läufer zurück nach C4, von wo aus er auch A6, B5 so ein bisschen. Bisschen verhindert, beziehungsweise es für Schwarz schwieriger macht. Und außerdem hat der Läufer die Option, zum Königsflügel zu kommen, wenn er muss. Okay. Springer G6 folgte in der Partie, sie machte Turm F1. Ja, was ist die Idee von Turm F1? Ehrlich gesagt denke ich, dass Jana hier auch ein bisschen abgewartet hat, bevor sie ihre Karten offenlegte. Denn wenn wir uns die Stellung mal angucken, Schwarz hat hier überhaupt kein Gegenspiel. Die schwarzen Figuren stehen sich alle sehr auf den Füßen und es ist nicht klar, was die schwarze Idee ist. A6, B5 ist sehr schwer durchzusetzen. Und ja, im Königsflügel kann Schwarz überhaupt nicht spielen und das Zentrum ist geschlossen. Also was macht Schwarz? Und in solchen Stellungen ist es super unangenehm zu verteidigen. Denn einerseits hat man keinen aktiven Plan, aber andererseits gibt es auch keine konkreten Drohungen. Turm F1 hat es eine Drohung, vielleicht F4, vielleicht nicht. Jeden Zug muss man darüber nachdenken. Und das ist eigentlich viel schlimmer, als sich nur gegen konkrete Drohungen zu verteidigen. Ja, es kam Dame E7 in der Partie. F3 verteidigt erstmal alle Bauern im Zentrum, Läufer G5 und hier Läufer F2. Nicht der einzige Zug in dieser Stellung, aber ja, für mich eine sehr logische Entscheidung. Weiß hat Raumvorteil, dementsprechend möchte Jana keine Figuren abtauschen.
Denn wenn man Raumvorteil hat, bedeutet das, dass der Gegner weniger Raum hat und die gegnerischen Figuren viel größere Schwierigkeiten haben, Felder zu finden. Guckt euch nur mal diesen Läufer auf C8 an. Der wird so sehr von den weißen Bauern eingeschränkt, dass das einzige Feld, wo er hingehen kann, D7 ist. Und was macht er da? Ja, nichts, ja? Okay, der Gegner spielte Springer F8, Läufer D3. Ja, wenn man F4 macht, steht der Läufer eventuell auf D3 sehr, sehr gut, weil wenn sich die Diagonale zum König hin öffnet, dann ist das praktisch. Läufer D7, König G2, Jana verbessert langsam ihre Stellung. B6, Turm H1. Und jetzt kam Turm C8. Ja, der Schwarzspieler wartet hier im Prinzip nur ab. Ich denke, er hat überhaupt keinen Plan in der Partie gesehen. Am besten wäre es wohl sowas wie A6 zu probieren, aber nach Dame E2 ist B5 auch nach wie vor nicht möglich. A6 hängt und wenn man hier Läufer C8 machen muss, B3. Auch hier kriegen wir eine ähnlich unangenehme Stellung wie in der Partie. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch genauso läuft. Ja, nach Turm C8 kam B3. Jetzt kam Turm B8. Das zeigt, glaube ich, auch schon sehr viel. Also B3 zu provozieren hilft Schwarz jetzt in keiner Weise. Dame E2, Läufer C8. Okay, die Idee ist, denke ich, dass er jetzt dann langsam versuchen möchte, A6, B5 zu machen. Aber es ist nicht einfach. Die schwarzen Figuren haben sich jetzt alle am Damenflügel versammelt, oder beziehungsweise zumindest die zwei Türme und der Läufer, die können also am Königsflügel nicht mehr helfen. Deswegen entscheidet Jana jetzt, dass es Zeit ist, anzugreifen und macht Turm H5. Okay, A6 kam und Turm H1. Springer H7. Und ja, hier gefällt mir Janas Plan auch sehr, sehr gut. Sie macht Springer D1. Was ist die Idee von Springer D1? Der Springer ist im Prinzip die einzige Figur, die noch gar nicht im Angriff mitwirkt. Dieser Läufer, der wird mitwirken. Sobald wir F4 machen, ist der Läufer offen und spielt mit. Der Läufer auf F2, der ist auch recht einfach einzuschalten, sobald wir F4 gemacht haben. Nur der Springer, der hat auf C3 noch keinen direkten Weg zum König. Deswegen macht sie Springer D1. Von hier aus kann der eventuell über E3 nach F5. Okay. Es kam Dame F8 in der Partie und hier Springer E3. Ja, hier denke ich, hat Herr Lorscheid halt schon den entscheidenden Fehler gemacht. Aber die Stellung ist nicht einfach. Ich habe hier Läufer schlägt E3 geprüft. Weil die Stellung recht geschlossen ist, sollten ja theoretisch Springer besser sein als Läufer. Aber das Problem ist, dass hier zum Beispiel die Idee G5 schon sehr stark ist und wenn man das mit F6 verhindert, knallt es schon auf H6 rein. Die schwarzen Figuren stehen zu weit weg vom König nach Turm A7, F4. Ja, also nehmen kann Schwarz wohl gar nicht wegen E5 und der Läufer ist jetzt aktiv. Die Türme wollen den Springer schlagen oder auch auf H8 Schach setzen. Das ist völlig vorbei für Schwarz. Ich habe noch Turm G7 geprüft, weil die Frage ist, was droht Weiß, aber hier G5, Weiß hebelt einfach den Königsflügel auf. F schlägt G5, F schlägt G5, die Idee ist G6, der Turm kann G7 nicht verlassen, weil Turm H7 natürlich droht. Weiß hat auch Ideen, Turm F1 zu machen, wenn zum Beispiel Schwarz Dame F7 spielt. Und auch diese Stellung ist völlig vorbei. Ja, das wäre also nicht gut für Schwarz. Aber hier wäre es tatsächlich deutlich zäher, einfach abzuwarten. Die Dame steht auf E7 ganz gut. Wir werden gleich noch genauer sehen, warum. Die Hauptidee ist, früher oder später wird Schwarz wahrscheinlich einen Bauern opfern müssen mit B5 und dann am Damenflügel spielen. Und da kann es vielleicht nicht schaden, wenn die Dame einen recht kurzen Weg zum Damenflügel hat. Ja, ich habe hier den Zug König G1 geprüft, vor allem weil der auch in der Partie gespielt wurde. Das werdet ihr dann auch noch sehen. Aber hier zum Beispiel nach B5 nimmt, nimmt. Okay, Läufer B5, ansonsten ist nicht ganz klar, was passieren soll. Turm A2, Läufer C4, Dame A7. Hier gibt es die Idee B4, um den Turm auf A2 anzugreifen. Aber hier kann Schwarz einfach nehmen. Und tatsächlich stehen die Türme, also insbesondere der auf H5, aber auch der auf H1 sehr komisch. Schwarz hat die Ideen mit Läufer A6 und B3. Und es ist nicht ganz klar, wo der weiße Angriff hin ist. Ja? Irgendwie ist es nicht weitergegangen, während Schwarz jetzt großes Gegenspiel hat. Ja, Schwarz hat eine Qualität weniger. Aber die Aktivität kompensiert das voll und ganz und der Computer gibt hier sogar gewinnbringenden Vorteil. Ja, in der Partie kam G6. G6 ist insofern ein Fehler, dass es eine weitere Schwäche am Königsflügel schafft, den Bauern H6. Der war vorher recht zuverlässig gedeckt durch den Bauern auf G7 und jetzt ist er das leider nicht mehr. Kiana macht erstmal Turm H2 und hier kam König G7. Ich habe auch hier nochmal den Zug B5 geprüft.
weil es mir recht logisch erscheint, Gegenspiel am Damenflügel zu suchen. Aber wenn wir hier die Variante mit der von Dame E7 vergleichen, hier kommt B4 und Schwarz hat keine Zeit, um Dame E7, Dame A7 zu machen, weil das leider zwei Züge dauert und nicht nur ein. Und deswegen ist die Stellung hier sehr gut für Weiß. Aber trotzdem denke ich, es wäre die bessere praktische Möglichkeit gewesen. Gut, schauen wir uns das Ende der Partie an. Es kam König G7, König G1 und hier sehen wir jetzt Janas Idee. Der Springer geht nach G2, um F4 zu unterstützen. Es kam Springer F6, Springer G2. Ist Rot F4, was den Läufer gewinnen würde. Deshalb kam Springer G8. F4, Läufer D8 und G5. Öffnet die H-Linie. H-Schläge G5, Turm H7. König F6, F-Schläge G5. Okay, der König traut sich nicht hier auf G5 zu nehmen, was ich gut verstehen kann. Vermutlich ist Dame F3 hier am stärksten und Läufer E3 matt ist wohl kaum zu verhindern. Deshalb ging der König nach E7 und nach Läufer E3 gab Schwarz auf. Ja, total überraschend. Das Material ist aktuell auf dem Brett ausgeglichen. Und guckt euch mal die Figuren an. Die einzige schwarze Figur, die nicht auf der achten Reihe steht, ist der schwarze König. Und ja, ich habe noch ein paar Beispielvarianten oder eine Beispielvariante rausgesucht, damit man ein bisschen besser versteht, warum Schwarz hier in der Stellung aufgegeben hat. Ich habe versucht, den König am Damenflügel zu verstecken, aber hier zum Beispiel Springer H4. Der Bauer auf F7 ist gefesselt, also droht hier Springer schlägt G6. Schwarz sollte das verhindern. Aber jetzt Dame F3. Jetzt ist der Bauer auf F7 bedroht. König E8 und zum Beispiel König G2. Der weiße Turm geht nach F1 und dann ist der Bauer auf F7 schon nicht mehr zu verteidigen. Und wenn der Bauer auf F7 hier fällt, dann ja, sieht es sehr schlecht aus für den schwarzen König. Und ich kann völlig verstehen, warum Schwarz aufgegeben hat, trotzdem sehr bemerkenswert bei ausgeglichenem Material. Das passiert nicht oft. Und ja, sehr stark strategisch geführte Partie von Jana. Ich hoffe, die letzten drei Runden geht es bei ihr so weiter. Und ich hoffe auch, die Partie hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da und schreibt mir auch gerne, wen ihr beim nächsten Mal sehen wollt. Am Wochenende geht es ja in Weig an See los. Da kann ich mir vorstellen, dass Alex Donschenko oder Vincent Keimer in den nächsten 2 Wochen hier auch für einige Inhalte in meinen Videos sorgen werden. Aber ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo, würde mich freuen und schaltet wieder ein. Tschüss!